Ganz herzlich willkommen zu den Sonntagsgedanken der evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg. Heute hier von der Antoniuskapelle in Hohentengen. Wir hören gegenüber die Glocken aus dem malerischen Schweizer Kaiserstuhl. Heute ist unser Thema hier an der Grenze zur Schweiz über Grenzen gehen, Grenzen erfahren. Hier in der Antoniuskapelle haben wir schon an manchem Sommerabend Gottesdienst gefeiert. Die Leute sind dann mit den Fahrrädern hierher gekommen. Auch Taufen hat es schon gegeben. Und einmal, es war eine ganz besondere Nacht, haben wir hier um Mitternacht Abendmahl gefeiert. Zuvor sind wir mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden von Lienheim aus hierher gewandert und zurück nach Kadelburg. Eine ganze Nacht sind wir durchgewandert, haben dann, wie gesagt, hier Abendmahl gefeiert und in Kadelburg dann gemeinsam gefrühstückt in der Bergkirche. Wer dabei gewesen ist, das ist eine ganz besondere Nacht gewesen, eine ganz besondere Erfahrung. Über Grenzen sind wir geschritten. Manchmal muss man über die Grenzen gehen, um neue Erfahrungen zu machen. Das machen zum Beispiel viele Jugendliche, die nach dem Abitur, nach dem Schulabschluss erstmal etwas ganz anderes machen. Carmen Kelz hat sich auch dazu entschieden, einen Freiwilligendienst zu machen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, Carmen? Für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich nach der Schule erstmal ein FSJ machen möchte, um außerschulische Erfahrungen zu sammeln. Und dann gab es eben die Abi-Rede von Andrea und sie hat gesagt, sie hat noch eine offene Stelle. Genau. Was sind das für neue Erfahrungen, die man in so einem Freiwilligendienst macht? Also zuerst kommt man in eine ganz neue Gemeinschaft rein, lernt viele neue und nette Leute kennen. Und dann hat man natürlich auch ganz verschiedene Aufgabenbereiche, die ich so zuvor eigentlich nicht gemacht hätte. Zum Beispiel einmal im Waldkindergarten zu sein oder im Büro zu arbeiten. Und ich hatte eigentlich immer ein bisschen Angst mit der Arbeit vor Kindern, weil ich mir das nicht so zugetraut hatte. Aber das lief so super und die haben mich so gut aufgenommen und es macht so Spaß. Und genau, deswegen bin ich so froh, neue Aufgaben zu erfahren und kennenzulernen. Wir freuen uns natürlich, dass du bei uns bist. Jeder Freiwillige, jede Freiwillige bringt ja auch Kompetenzen mit. Du betreust den Instagram-Account der Kirchengemeinde und machst auch viel im Netz. Wir sind ja im Augenblick auch viel im Netz. Es gibt ja einige Jugendliche, die jetzt auch ihren Schulabschluss machen in diesem Jahr. Was würdest du denn empfehlen? Was spricht denn für so einen Freiwilligendienst? Also für so einen Freiwilligendienst spricht auf jeden Fall, dass man mitten im Leben steht, steht mitten in der Gesellschaft mit ganz verschiedenen Leuten und kriegt ganz neue Einblicke, auch die man durch normales Lernen gar nicht kriegen würde. Und man kann so in Bereiche reingucken, die man so gar nicht kennt und sich dadurch auch entfalten, auch mit dem Charakter. Genau. Im Evangelium für den heutigen Sonntag überschreitet auch jemand seine eigenen Grenzen. Er holt sich Hilfe von jemandem, der ihm ganz fremd war. Aber er hat von ihm viel Gutes gehört und das lässt ihn hoffen. Wir hören den Hauptmann von Kapernaum. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Worte des Evangelisten Matthäus, Kapitel 8, Verse 5 bis 11. Für den Hauptmann von Kapernaum ist Jesus ein Fremder.
aber er hat schon so viel Gutes von ihm gehört. Und dann ist da sein Knecht, der braucht Hilfe. Und das lässt ihn über seine gewohnten Grenzen hinausschreiten. Er sucht Jesus auf. Und er hat so viel Vertrauen, dass er sogar meint, ein Wort von Jesus reicht. Er braucht gar nicht zu ihm nach Hause kommen. Ein Wort reicht und sein Knecht wird von Lähmung befreit. Es ist erstaunlich, dass der Hauptmann von Kapernaum dem Wort so viel zugetraut hat. Aber wir erfahren das ja manchmal auch, dass ein Satz, ein paar Sätze, die zu uns gesprochen werden, unsere Situation verändern können, unsere Lage verändern können. Du siehst die Welt plötzlich ganz anders und all das, was dich beschäftigt, vielleicht noch einmal ganz neu. Du gehst über die Grenze des schon Festgefahrenen, des schon Festgedachten. Jemand schenkt dir eine Perspektive auf die Dinge, dass du es noch einmal ganz anders sehen kannst. Dich selbst vielleicht noch mal ganz anders sehen kannst. Manchmal werden wir nur durch ein paar Worte wieder lebendig und können Lähmungen abschütteln. Altes hinter uns lassen und neu beginnen. Jesus sagt zum Hauptmann von Kapernaum, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dann heißt es, der Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Vertrauen hat damals den Hauptmann über sich selbst hinauswachsen lassen und er hat ihm eine neue Erfahrung geschenkt. Wir wünschen Ihnen in diesen Tagen solches Vertrauen. Bleiben Sie behütet und unter Gottes Segen. Amen.